Hallo A-Forbs, willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Ich bin der Marco und die, die schon länger im Kanal dabei sind, erinnern sich vielleicht an dieses Ding hier. Was soll das? Naja, es ist ein Dach, ne? So ein bisschen, ja, keine Fenster, ein paar beige Steine, rote Dachsteine. Was soll das? Ich habe euch vor vielen Monaten, muss mehr als ein Jahr sein, mal in einem Video gezeigt, was man aus solchen zwei Sets denn so bauen kann. Das Set Nummer 1 waren gemischte Dachelemente in Rot und die Teile hier blieben übrig. Und das zweite Set waren unsere 1 breiten Bricks, unsere Noppensteine, in dem Fall in Beige. Und das hier blieb übrig. Und seitdem stand das hier tatsächlich in meinem Regal und wartete auf einen neuen Einsatz. Und jetzt ist es soweit. Und warum? Endlich ist eine neue Kategorie Elemente-Sets bei uns eingetroffen. Das sind auch Dachelemente, allerdings mit einem anderen Winkel. Mit einem Winkel von 25 Grad. Das wird jetzt den meisten erstmal nicht viel sagen. Aber wenn ihr die Teile seht, wisst ihr gleich, worum es geht. Wenn ihr die Teile seht, wisst ihr, was ich meine. Es ist einfach die flachere Dachneigung. Das hier ist ein 2x4er, das hier ist ein 3x4er. Insgesamt sind in diesem Set 176 Dachsteine. Die meisten davon diese 3x4er hier. Denn das ist halt die größte Größe, die man halt auch braucht, wenn man Dächer bauen möchte. Bei den 2 breiten Dachsteinen gibt es ja auch diese 8 langen hier, die toll sind für große Strecken. Die gibt es hierfür nicht. Hier ist das die größte Größe. Wenn man also große Dachflächen bauen will, braucht man die. Es gibt aber natürlich auch noch andere Formate. Und da es ja ein Elementeset sein soll, mit dem man viel anfangen kann, haben wir die anderen Formate auch. Wir haben diese 3 breiten. Nicht 4 breit, 3 breit. Wir haben diese Außenecken, braucht man ja für diese typischen Satteldächer. Wie heißen sie? Walmdach? Also wo es halt so rundherum, die modernen Häuser haben das fast alles, geht von allen Seiten in die Mitte. Und wenn man Erker haben möchte, so eine Innenkante, die braucht man ja auch. Das heißt, in der zweiten Tüte sind lauter 3 breite Steine, hauptsächlich die, aber auch die Ecken. Und in der letzten Tüte haben wir kleinere Teile. Wir haben die in 2 breit, wir haben sie in 1 breit. Stell die mal alle so hier nebeneinander. Und wir haben für den Dachfirst, ne, für die Oberseite, in diesen beiden Breiten. Ja, das sind die unterschiedlichen Teilearten. Und ich hatte euch hierbei ja mal demonstriert, wie weit kommt man denn ungefähr mit so einer Packung. Und genau das möchte ich jetzt eigentlich wieder machen. Mal schauen, zu wie viel Dach komme ich denn mit so einer Packung. Was kann ich damit bauen? Ich habe hier eine Bodenplatte. Okay. Ich habe hier meine 1 breiten Teile. Ich könnte auch das hier wieder auseinandernehmen. Ich werde mich jetzt wahrscheinlich auch furchtbar verschätzen. Aber ich glaube, ich mache es einfach mal simpel. Ich fange einfach mal hier an und baue mal so hier drauf los. Machen wir hier so eine glatte Seite. Okay. So, und jetzt muss ich mir mal überlegen, wenn ich nach oben gehe, sagen wir mal bis hier, und ich dann hier die Mitte habe, geht es auf der anderen Seite entsprechend wieder runter. So, mal gucken, bis wohin muss ich denn? So, ja, nur so für mich Pi mal Daumen. Jetzt möchte ich ja aber auch einen Erker haben. Kommt das hin? Mich verbaut? Nein, passt. Möchte ich auch einen Erker haben? Und
Und wie breit machen wir den Erker? Machen wir es mal so. Jawohl. Machen wir gleich mal noch einen schmaleren daneben. Ich will einfach gucken, wie viele Teile ich hier verbauen muss, kann. So. Damit ihr mal so ein Gefühl dafür bekommt, von was wir hier in Sachen Teilemenge denn reden. Ihr könnt das natürlich alle viel, viel schöner als ich. Und natürlich müsste ich mir das jetzt hier im Inneren auch mit entsprechend vielen Teilen stabilisieren. Das sollte ich wahrscheinlich auch tun, sonst gibt's in Sachen Bauen nämlich schnell ein Unglück. Also, ich habe jetzt immer zwei Reihen gemacht. Ihr seht, das wird halt ein etwas größerer Erker hier. Das wird ein kleiner, einfach nur um auszuprobieren, wie weit ich komme. Ich sehe schon kommen, dass das Dach noch deutlich größer hätte sein können. Aber dann seht ihr ja anhand der übrig gebliebenen Teile ungefähr, wohin da die Reise noch gehen könnte. Könnt ihr euch natürlich im Shop auf den Produktbildern anschauen, genau wie viele Teile das sind. Das steht auch in der Artikelbeschreibung. Und natürlich haben wir diese Dachsteine nicht nur in Rot. Meine persönliche Lieblingsfarbe für Dachsteine ist das ja auch nicht. Ich mag es da ein bisschen realitätsnäher. Ich mag dunkelrot oder dunkelgrau oder schwarz. Das haben mittlerweile ja auch sehr viele Dächer. Aber ich sehe es an den Bestellungen der anderen Dachsteine. Ihr mögt immer noch das klassische Rot. Deswegen haben wir das klassische Rot auch. Die anderen Farben blenden wir mal ein. Die könnt ihr bei uns natürlich auch ordern, wenn ihr das wollt. Ich baue jetzt hier einfach wild irgendeinen Kram hin. Wenn ihr eure Dächer baut, macht ihr sie deutlich schöner als ich. Ich nehme jetzt einfach nur irgendwelche Teile, um hier innen drin was zum Abstützen zu erzeugen. Ja, jetzt bin ich hier schon kurz vor dem Dachfirst. Ich habe mich verschätzt, aber ich verschätze mich ja lieber so, dass Teile übrig sind, als dass ich es hätte kleiner bauen müssen und es nicht oben bis zum Dach kommt. Das Problem habe ich nicht. Nach oben komme ich definitiv. Also in der Hinsicht ist doch schon mal alles gut. Oh, das hier innen total wirr. Das könnt ihr besser. Das kann ich eigentlich auch besser. Ich würde das halt auch eher mit 2x4ern machen. Die habe ich jetzt halt nur hier gerade nicht. Im Lager haben wir aber beispielsweise ganz viele von diesen 500 2x4 Bricks. Die eignen sich für sowas ganz hervorragend. Gut. Was lernen wir daraus? Es gehen größere Dächer. Also von den großen 4x3 habe ich noch 9 Stück, 10, 11 Stück. Okay. Von den 3 Breiten habe ich noch eine ganze Menge. Da habe ich keinen einzigen benutzt, weil ich hier ebene Flächen, also gerade Anzahl von Noppen gewählt habe. Von den Ecksteinen hier wären noch mehr da. Von den positiven Ecken hier habe ich gar keine benutzt. Das hätte ich hier in der Ecke theoretisch machen können. Also man kann aus den Teilen etwas bauen, das über diese Fläche in einer Dimension hinausgeht. Und wie gesagt, Rot ist nur eine Farbe. Es gibt noch mehr. Ich meine, es ist schwarz, dunkelgrau, dunkelrot. Und es kann sein, dass es noch ein oder zwei Farben sind. Wir blenden es ein und natürlich verlinken wir die Artikel auch bei uns unten in der Videobeschreibung. Schaut generell mal bei unseren Elemente-Sets vorbei. Da gibt es ja nicht nur Bricks und Dachsteine, sondern auch diese tollen Felselemente, die ich persönlich ja so liebe. Und auch passende, steilere Slopes, die zum Verkleiden dieser Felselemente speziell gedacht sind. Also zumindest finde ich, man kann sie gut dafür verwenden. Was haben wir da noch? Wir haben Plates. Verschiedene Arten, von kleine Plates bis große Plates.
Haben wir auch ein Video für gedreht. Und wir haben Fliesen. Und natürlich die Partpacks, wenn ihr nur eine Sorte haben wollt. Partpacks. Also, es gibt bei uns im Shop jede Menge fertige Sets mit Anleitungen zum Aufbauen. Wir haben aber auch sehr viel Einzelsteine, Bausteine zum kreativen Bauen gedacht. Ja, und jetzt ist unser Sortiment noch ein bisschen gewachsen mit diesen Slopes. Man kann die natürlich kombinieren. Ne? In Bad Nauheim wohnen eine Verwandte von mir, wohnen, gibt es beispielsweise ein riesiges Haus. Das fängt oben erst flach an und dann geht es später so steiler runter. Also man kann diese beiden natürlich auch in einem Dach kombinieren. Und was man auch sieht, bei den flachen Teilen fehlt so manchmal hier dieser, hier gibt es ja so einen Spezialteil für einen perfekten Übergang. Und dieses Spezialteil fehlt für die flache Neigung. Wir haben also hier eine winzige Kante. Stört mich persönlich jetzt nicht. Aber auch wenn sich das jetzt hier oben treffen würde, hier so einen Übergang, hier oben auf der Kante, dafür gibt es das Teil nicht. Nicht wild. Wundert euch nicht, dass wir es hier nicht haben. Ein solches Element wie, wir haben es doch hier bestimmt. Also, so etwas in klein oder das Gegenstück, das hier, das dann zusammen halt hier so funktioniert, dass man hier dran packen kann, die gibt es nicht für die Dachneigung 25 Grad. Nicht sonderlich tragisch, finde ich. Ja, für heute war es das damit auch schon wieder aus dem Noppenstein-Studio. Ich finde ja, man kann nie genug Noppensteine haben, erst recht nicht zum kreativen Bauen. Und demnächst gibt es hier noch mehr. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen. Sieht von oben fast wie so eine Einfamilienhaus-Neubausiedlung aus. Schick. Fehlt nur der Schornstein.